riesige Glitterpenisse in Pink auf ihrer Stirn. Herzlich willkommen bei Breeding Unicorns. Ich bin Melissa und ich zeige euch heute, wie man Glitzer-Tattoos macht. Dafür brauchen wir Glitzer, Lineal, was zu schreiben und Papier, doppelseitiges Klebeband oder Dezifix, Wimpernkleber und Scheren. Ich nehme jetzt einfach das Logo von der grünen Laterne, weil ich irgendwie nur grünes und lilanes Glitzer zu Hause hatte. Und was macht man mit grün und lilanem Glitzer? Außer den Joker oder den Riddler oder so? Naja, aber ich dachte irgendwie, ja, ich nehme grün, die grüne Laterne ist cool. Die wird auch immer nicht gefeatured, weil der Film so komisch war. Und ja, wir machen einfach das. Ihr könnt natürlich aber auch voll kitschig einen blauen Delfin nehmen oder ein Wort ausschneiden und euch das hier so fett drauf, ich habe Hunger oder so. Das ist ganz euch überlassen. Ich zeige euch jedenfalls heute an dem einfachen Beispiel, wie es geht. Ihr müsst euch überlegen, was wollt ihr machen? Es darf nicht zu filigran sein, weil dann verschwimmt es alles und keiner erkennt, was es ist und alle denken, ihr habt irgendwie mit Glitzer gespielt und euch vollgeschmattert. Deswegen am besten was mit klaren Linien und klaren Umrissen. So, ich habe mir das jetzt hier einfach ausgeschnitten. Heißt, das, was ich jetzt hier habe, wird glitzerig. Jetzt habe ich hier natürlich ein Loch in der Mitte, das muss ich dann extra nochmal ausschneiden, zeige ich aber gleich. Ich habe hier doppelseitiges Klebeband, das klebt hier von der einen Seite ziemlich doll. Und wenn man das Zeugs hier drauf lässt, dann klebt es von der anderen Seite nicht. Und wir brauchen das genau so. Jetzt nehme ich mir einfach ein Stück und lege das da drauf. Jetzt zeichne ich mir das an und dann wird das einfach ausgeschnitten. Wenn ihr was Breiteres machen wollt, dann müsst ihr natürlich Dezifix kaufen, ne? Weil hier kann man nur so breit werden, wie die Rolle ist. Aber bei Dezifix kann man ja mehrere Meter kaufen und ihr könnt euch dann von oben bis unten voll beglittern. Und jetzt das Innere ausschneiden, ne? Innerhalb der Linie, nicht außerhalb, sonst ist ja nichts mehr übrig. So müsste das Ganze jetzt ungefähr aussehen bei euch, wenn ihr das Gleiche macht wie ich. Und jetzt kleben wir das Ganze einfach irgendjemandem auf, den wir beglittern wollen. Vorzugsweise schlafenden, alkoholisierten Menschen. So, ich klebe mir das jetzt selber auf den Arm, damit ich euch zeige, wie das funktioniert. Das ist natürlich auch ein Glitzer-Tattoo. Es hat nur sehr viel mehr weh getan. Warum kann man Tattoos eigentlich nicht zum Glitzern bringen? Das wäre so geil. Ich wäre komplett von oben bis unten zugehackt. Mit Ponys und Pummelows und Powerpuff Girls, die alle glitzern. Und Einhörnern. Brütenden Einhörnern natürlich. Jetzt brauchen wir unseren Wimpernkleber. Egal, no name, billig. Man kann auch Mastix nehmen, aber da hat man ganz schön Hassel danach, das wieder runterzukriegen, und Glitzer ist ja immer sowieso so eine Sache. Deswegen, ich glaube, Wimpernkleber ist ein bisschen entspannter. Außer ihr geht aufs Festival und wollt 3 Tage durchglitzern, dann Mastix. Genau, den nehmen wir jetzt und malen alles damit aus. Jetzt muss man da gleich das Glitzer draufschütten. Festdrücken. Glitzer ist sowas Cooles. Wann wurde eigentlich der Glitzer erfunden? Und wer hat den Glitzer erfunden? Ist er ein reicher Mann oder eine reiche Frau? Ist auf jeden Fall verdient. Oh, großer Moment. Mal gucken, ob wir alles richtig gemacht haben. Ich ziehe mal jetzt die Schablone ab. Wuhu! Fancy! Ja, wenn man Lust hat, kann man natürlich auch zweifarbig arbeiten oder mehrfarbig und coole Übergänge machen von Pastellrosa in Pastellgrün oder von Neon-Orange in Neon-Blau und ja, das sieht auch ziemlich cool aus. Seid kreativ, macht coole Sachen, schickt mir gerne eure Fotos. Ich freue mich sehr bei Facebook. Da gibt es auch eine Galerie von Leuten, die coolen Scheiß mit meinem coolen Scheiß gemacht haben. Wie steht ihr denn überhaupt zu so Tattoos? Irgendwie ist man irgendwie cooler, wenn man vollgehackt ist, oder ist man cooler, wenn man gar keins hat, weil es ja eigentlich die Seltenheit ist, dass niemand irgendein Tattoo hat. Schreibt das unten in die Kommentare, das würde mich mal interessieren, was die Masse dazu denkt. Folgt mir gerne überall hin, Instagram, Twitter, Facebook und nicht vergessen, jeder neue Abonnent sorgt dafür, dass ein Einhorn seine Flügel bekommt. Wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.